Neugierig starren unsere Männer, unsere Helden, unsere Monster rüber auf diese gigantische magische Scharbe, die da zum Himmel ragt und ihre magische Energie herausströmt, mit einem blauen Leuchten die Wälder erfüllt. Und unsere Träume, unsere Vorstellung davon, was uns das geben könnte an Macht, wenn wir dort eine Siedlung oder zumindest einen Außenposten errichten würden. Schaut mal, in der unmittelbaren Nähe ist außerdem noch ein Kristallfeld, wo wir eine Mine errichten können. Mithilfe dieser Kristalle könnten wir mächtige Spezialkreaturen erschaffen. Ein sehr verlockendes Gebiet. Und links oben, ne? Pferdeweide, auch toll. Kann man berittene Einheiten dann rekrutieren in einer Stadt, die man da in der Nähe bauen würde. Leider haben wir keinen Siedler mehr unterwegs. Den haben wir im letzten Kampf eingesetzt und verloren. Das ist natürlich schade. Aber es gibt noch ein ganz anderes Problem. Eins, das euch vielleicht noch gar nicht auffällt. Weil die Perspektive hübsch ist, aber nicht so unglaublich praktisch. Ich gehe mal raus und dann schauen wir uns das nochmal von der anderen Seite aus an. Schaut mal von hier oben. Da war doch was jetzt fehlt. Genau, hier links, da war doch so eine Nahrungs- oder Ressourcenanzeige auf einem dieser Felder hier und signalisierte, hier, da könnt ihr eine Stadt bauen, die fehlt plötzlich. Ich glaube, die ist verschwunden, nachdem wir hier dieses Banditenlager erobert hatten. Diese Felder, die entstehen ja auch immer dadurch, entstehen oder verschwinden dadurch, dass nahe Städte gebaut werden, wo das normalerweise so ist, wenn eine Stadt oder errichtet wird, dann verschwinden in der Nähe eventuelle freie Felder noch. Dass das umgekehrt passiert, dass bei der Zerstörung einer Stadt oder eines Lagers in dem Fall eine Nahrungsanzeige oder eine Ressourcenanzeige plötzlich abhanden kommt, das ist mir gänzlich neu. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich hatte euch in der letzten Folge was versprochen, nicht? Hier, wir sprechen mal beim Imperium vor, bei unseren Nachbarn. Und schauen wir mal, ob wir denen nicht einen Gefallen erfüllen könnten, um dann in deren Gunst zu steigen, sodass sie bereit sind, unsere Waffenbrüder zu werden im Kampf gegen den Hexenkönig, gegen den Sorcerer King. Westling begrüßt er uns, die kommen selber aus dem Osten. Misstrauen allen, die aus dem Westen kommen. So, also nochmal, wir hätten gerne eure Hilfe, um den Sorcerer King zu besiegen. Was keine leichte Aufgabe ist, ja, das wussten wir, dankeschön. Braucht man gute Vorbereitung, ja, danke, wussten wir auch schon. Und, wie bitte? Was? Die hätten gerne die Forge of the Overlord. Das ist die, das zentrale... Das Fundament unserer Macht, das ist diese Esse oder diese Schmiede, die uns aus früheren Zeiten noch geblieben ist, die wir in unserer Hauptstadt oder wo auch immer aufbewahren, mit der wir all diese magischen Gegenstände erzeugen. Wenn wir die denen geben, dann haben wir die nicht mehr. Oder wollen die damit nur sagen, dass sie sich die ausleihen wollen? Also, dann hätten die das vielleicht sorgfältiger formulieren sollen. Ich verneine das erstmal, tut mir leid. Ah, wir müssen die denen nicht geben? Einen Gegenstand, einen ganz speziellen Gegenstand, sollen wir für das Imperium herstellen. Ein Amulett. Die Weisen des Volkes, die wären sich ganz, ganz sicher, dass man eine bestimmte Art von Magie in ein solches Objekt hineinbefördern könne. Und die Allianz zwischen den Menschen und den Quendar, die sei sehr zerbrechlich. Und wenn wir denen da entgegenkommen würden, dann könnten wir unsere Interessen zusammenbringen, das sei sehr nützlich. Die sind ja Meister der Diplomatie. Ein sehr geschliffenes Wort, das die da führen. Beim letzten Mal waren die noch so patzig, ne? Erinnert ihr euch? Alles andere als freundlich und plötzlich eine so scharfe Klinge, ein solches Florett, das sie da auf dem diplomatischen Gefecht führen, auf dem diplomatischen Parkett führen, macht mich ein bisschen misstrauisch. Trotzdem, alles sei ganz leicht, wir sollten uns keine Sorgen machen, kleiner Gefallen. Traut euch doch, suggeriert dieser Mann zwischen den Zeilen. Klingt trotzdem so, als sei das ein bisschen gefährlich, nicht? Also, wenn wir zusammenarbeiten, dann werden wir natürlich den Gefallen zurückerweisen. Ah, mit vielen
mit vielen magischen Zutaten, die gar nicht so leicht zu gewinnen seien. Klingt ein bisschen düster, was die ja sagen. Ich bin skeptisch, aber wir stimmen mal zu. Wir wollen ja auch deren Hilfe haben. Die sollen uns ja gegen den Sorcerer King helfen. Ja, die bedanken sich natürlich. Wir bekommen allerlei schöne Dinge wie Platinum Chain und viele nützliche Dinge. Damit können wir tolle Sachen machen und die werden jetzt ihr Amulett herstellen. Wir hoffen sehr, dass wir uns hier gerade nicht ans Messer geliefert haben durch unsere Gier nach einem guten Handelsgeschäft und nach deren Wohlwollen. Also wir sollen diesen Gegenstand erzeugen und ihn da deponieren. Hier. Das heißt, erst diesen Gegenstand herstellen, das Amulett, und dann mit einer Truppe dorthin bringen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich habe kein gutes Gefühl. Das gefällt mir alles nicht. Euch etwa? Also mir nicht. Wie auch immer, weiter geht's. Brauchen weiterhin Mana. Wo ist denn dieser Gegenstand hier? Das ist das, was die brauchen. Ah, damit kann man den Willen beeinflussen anderer Menschen. Kann die an sich binden. Klingt wirklich düster. Wir brauchen dafür noch ein Platinum Chain. Das fehlt uns alles noch. Gefällt mir nicht. Gefällt mir alles nicht. Ziehen wir weiter. Erforschen erstmal wir mal weiter. Was ist hier? Das ist diese riesige Armee. Der weiche ich natürlich aus. Hier können wir jetzt eine Stadt gründen. Was ist das hier? Oh, eine verlassene Siedlung, aber da reinzuziehen wäre nicht empfehlenswert. Hier haben wir gute Gegenstände. Gute Siedlungsgründe. Ja, hier könnten wir hier gründen. Ach, hier ist es auch wieder aufgeploppt. Schaut mal. Hier ist das Feld wieder markiert. Links von der Scherbe, westlich von ihr. Könnten wir doch eine Stadt. Das ist alles befremdlich irgendwie. Ah, wir können die Werkstatt beschleunigen. Die Anzeige hier, die erneuert sich leider nicht immer von alleine. Den Fehler hatte Stardock, die Entwickler, schon bei Galactic Civilizations 3. Da gibt es auch diesen Fehler, dass das auch mit diesem Rad da, dass die Anzeigen nicht immer, dass sie immer hinterherhingen. Das ist ein bisschen lästig. So, als nächstes ist natürlich der Pionier dran. Wir haben jetzt hier 28 Produktionen in der Stadt. Wir haben noch genau einen Logistikpunkt. Dann können wir genau eine Einheit hier erzeugen. Gibt es tolle Gebäude vielleicht noch hier? Damit würden wir die Stadt, die Kontrollzone vergrößern. Dann könnten wir magische Einheiten mit Kristall erzeugen. Damit würden wir noch mehr Nahrung, haben wir eigentlich genug. Das ist ja gut, damit würden wir mehr Logistikpunkte bekommen. Das würde uns helfen, einen Außenposten zu gründen, falls wir keine Stadt gründen, weil Außenposten brauchen einen Logistikpunkt, erzeugen aber selbst keine, im Gegensatz zu Städten. Also da könnten wir, wenn wir wollen, durch dieses Gebäude Barracks, könnten wir dann die Logistikpunkte jederzeit wieder hochpeppen. Aber jetzt machen wir erstmal das ja jetzt. Wenn wir erstmal hier diesen Pionier hier machen, braucht eine Weile. Weiter Magiepunkte erzeugen. Mit denen hier, wenn wir erstmal hier. So. Ist die Armee voll hier? Nee, ist sie nicht. Das wäre doch Valor ein halbwegs guter Kämpfer. Mit dem wollten wir Richtung Süden ziehen. Dann machen wir das auch.
Ah, das ist doch ziemlich... Die Armee ist schwach, die nicht. Nochmal eine Runde weiter. Die verfolgen uns hier. Dem ziehen wir Richtung runter. Richtung runter, oh Gott, was für ein Deutsch. Drei Runden. Ist der Pionier fertig? Nein, in der nächsten können wir den schon erzeugen. Den will ich aber nicht unbewacht darüber schicken. Dann mache ich Folgendes. Dann gehe ich dem was entgegen. Dem Falken machen wir weiter. Ein bisschen Geländeaufklärung. Oh, ein Spinnennest. Tarantulas Armee. Klingt wie ein schlechter, wie ein schlechtes B-Movie aus den 50er Jahren aus Hollywood. Könnte doch wirklich so ein Titel sein von damals. Tarantulas Armee. Oh, das sind aber wirklich hier gute Gründe. Ach, sagt mal, ist hier eine durchgehende Gebirgskette, die das alles umschließt? Kann das? Das ist ja ein abgeschlossenes Tal in sich. Der einzige Ausgang hier aus diesem riesigen Kessel, der scheint hier im Norden sich zu befinden. Aber das wollen wir, da wollen wir mal auf Nummer sicher gehen. Das wollen wir uns auf jeden Fall mal aus der Nähe anschauen. Scheint aber wirklich so zu sein. So, jetzt können wir erstmal City Level Up machen. Die Stadt wächst echt in irrem Tempo. Wahnsinn. Und da die so schnell wächst, also wir könnten uns jetzt hier weitere Essenzen holen und so weiter. Wir könnten aber auch... Das ist die Frage. Hole ich mir mehr Essenzen? Die Produktion ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Oder ich gehe hier in die Produktion rein. Was ist das hier oben? Oh, das würde massiv die Produktion hier in der Stadt erhöhen. Aber bis wir in der Richtung sind, das dauert ein ganzes Weilchen. Die 5 Produktionspunkte sind nett, aber ich glaube, ich hole mir hier noch einmal zwei Essenzen und zwei weiter Nahrung. Dann hätte ich durch die Essenzen und durch die Nahrung 2 mal 3, 6, nochmal 8 Nahrung mehr. Das würde sich doch lohnen. Ja, das mache ich. Das wird... Dadurch, dass wir so schnell wachsen, ihr wisst, erzähle ich in jeder Runde, ich bin einfach begeistert von, wird durch das Gebäude Werkstatt nochmal 3 Produktionen gebracht pro Runde. Schon eine tolle Sache. 11 Essenzen hier mittlerweile. Hier, schaut mal, das ist so ein großes Symbol, das ist ein Zehner-Symbol. Das kleine, das ist ein Einer-Symbol. Ähnlich wie bei den Getreide-Ähren. 3 Ähren ist 3 mal 10, das sind 10er-Einheiten und die kleinen kommen dazu. Aber ich werde jetzt erstmal nicht zaubern. Ich werde stattdessen den Pionier beschleunigen. Werd dann... den hier ist der. Ich werde den Verwalter abziehen. Der bringt ja +2 Nahrung. Den brauche ich in dieser Stadt nicht mehr. Oh, der ist aber sehr langsam. Und hiermit ziehe ich jetzt hier rüber. Da wird schon kein Angriff kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ziehen wir hier mal rein.
in den Zaubererturm oder in das Zaubererversteck. Und geheimnisvolle Geräusche, überall Kristalle und fremde Zeichnungen und ein seltsamer Rauch, der die Luft erfüllt. Ein seltsamer Geruch. Der Hexenmeister bietet uns eine Auswahl von Getränken an und sagt, ja, alles rein natürlich, sozusagen alles bio. Ja, trauen wir uns daran zu nippen, an diesem Biosaft, der irgendwelche Effekte hat. Kommt drauf an, ne? Ob da ein EU-Label draufklebt. Ich vermute mal nicht. Das heißt, hier muss tatsächlich nicht alles bio sein, was draufsteht. Also dieser Trank, der soll uns angeblich inneren Frieden bringen. Kann natürlich auch nur heißen, dass wir daraufhin tot umfallen. Dieser hier, der wird uns helfen bei der Wahrnehmung von Auras. Haha. Und dieser Trank wird uns zu einem tollen Liebhaber machen. Ja, lieb habe ich mich eigentlich schon selbst genug. Was bedeutet das? Was bedeutet innerer Friede? Was bedeutet das mit den... Das hier bringt wahrscheinlich mir magisch irgendwas mit magischen Fähigkeiten. Das könnte dazu führen, ja, dass uns die anderen Völker lieber haben. Innerer Frieden. Was heißt das spielmechanisch? Was bringt uns das alles? Ich weiß es nicht. Inneren Frieden. Ich versuche mal das hier. Aha. Mehr Weisheit erhalten wir dadurch. Einen unglaublich mächtigen Heiltrank. Und einen Mana-Trank. Aha. So, und mit dem hier, also das hier ist doch ein Gebirge. Ich gehe noch einmal auf Nummer sicher und fliege noch mal hier hin. Ja, das ist ganz klar ein Gebirge. Also hier ist alles rappeldicht. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Falken hier hochfliegen. Und das mache ich auch. Weil ich könnte jetzt zwar auf die andere Seite des Gebirges fliegen und gucken, was da ist. Eventuell ist hier ein schmaler Durchgang. Das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt mal versuchen rauszukriegen. Schaut mal hier, der Falke ist futsch. Nein, das ist ein Anzeigefehler, das ist ein Bug. Einer von vielen, vielen kleinen, nicht schlimmen, aber kleinen Bugs, die es im Spiel gibt. Ein bisschen lästig. Also was hätte da eigentlich auffallen müssen, dass ja hier diese Einheit, dass die falsch kalibriert ist, dass der Höhenlevel hier falsch eingestellt ist, beziehungsweise dass sie sich nicht zu der Höhe des Geländes anpasst oder... Das sind so Flüchtigkeitsfehler. Das muss beim Testen auffallen, finde ich. Ist nicht wirklich schlimm, aber so macht's nichts. Aber es ist einfach überflüssig. Das muss doch echt nicht sein. Ah, hier wird's ein bisschen grün. Guck mal. Ja. Interessant. In der Stadt, da können wir jetzt ein weiteres Gebäude bauen und noch einen Pionier vielleicht. Das wäre es doch vielleicht. Das wäre natürlich... Moment. Das hier wird uns auch bei der weiteren Nahrungserzeugung helfen. Wir haben hier schon Level 4, plus bringt nochmal plus 4 Nahrung. Und auch die Folgegebäude, zum Beispiel die Bücherei, die werden gut. Die bringen uns mehr weitere Dinge, die wir alles mit unseren Gegenständen machen könnten. Was hätten wir davon, wenn wir die Kontrollzone erhöhen würden? Könnten wir das hier so langsam freischalten. 1, 2, obwohl in die Richtung hochgehen wollten wir eigentlich nicht. Wenn wir noch einen Pionier holen würden, den alleine könnten wir dem nicht hochschicken, aber der wäre schnell erzeugt. Die Frage ist auch, ob diese Felder hier, ob die bleiben, wenn hier eine Stadt erzeugt worden ist, oder ob die dann verschwinden. Das weiß man vorher nie. Wir könnten mit dem Pionier allerdings auch einen Außenposten gründen, hier zum Beispiel,
Und er wird das dann rüberschicken. Diese Produktion. Ich mache Folgendes. Ich stelle dir auf jeden Fall nochmal einen Pionier ein. Lasst, wenn wir die zweite Stadt gegründet haben, dann wird automatisch eine Straße erzeugt, die die Straßen verbinden. Das heißt, wir können den zweiten Pionier in 3 Runden dann schnell hinterher schaffen. Der ist dann ratzfatz auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen den auch nicht unbedingt beschleunigen. Jetzt wollen wir erstmal hier mit dem hier weiter rumspähen. Bin ja schon neugierig. Mal den Rand des Gebirges abfliegen. Toller Siedlungsort hier. Wahnsinn. Wo wollen wir die Stadt gründen? Auf jeden Fall irgendwo da hinten. Das Lager könnten wir angreifen, wir zwischendurch, und damit die uns nicht überfallen. Irgendwelche Kulturgrenzen, die uns einbremsen? Nee, nicht unbedingt. Ziehen wir mit dem hoch und wir holen erstmal den schwächeren Trupp hier, holen wir uns erstmal. Greifen hier an. Okay. 3 Bogenschützen, 1 Nahkämpfer. Ja, dann ist doch klar, was wir machen. Wir ziehen mit der Spinne hier hin. Versuchen, den hier zu fesseln. Der hat widerstanden. Wer ist als erstes dran? Der ist als nächstes dran. Und der ist sehr, sehr stark. Dann wollen wir den mal mit einem tödlichen Schuss erledigen, weil hier die werden eventuell nachher sogar noch näher nebeneinander kommen, weil die Bogenschützen neigen immer dazu, zu weit wie möglich nach hinten auszuweichen. Das heißt, wir machen nicht den Flächenangriff, wir machen hier stattdessen den tödlichen Schuss. Dafür ziehe ich den weiter nach vorne. Dann sollten wir den... Ah, das reicht nicht ganz. Ist der hier dran? Reicht nicht ganz. Mal gucken, was passiert, wenn wir darauf klicken. Also, das hier bringt 3. Wir haben eine Dreiergruppe, bringt 3 Schaden. 4 teilt er aus. Das ist nicht so wirklich der Bringer, aber ich wüsste mal gern, was hier passiert. Wenn wir den jetzt 4 Felder wegwerfen, dann fliegt er da hinten. Der Bär kriegt den auch so. Das ist Quatsch. Wir greifen an. Wer ist denn als nächstes? Ne, als nächstes ist der Bär dran. Dann lassen wir den da stehen. Jetzt kommt der Bär. Zieht bis hier vor. Und gemeinsam erwischen die den locker. Unser Held wird angegriffen, weicht aus. Der zweite Fernkämpfer weicht nochmal aus. Und da. Jetzt, der hat ihn jetzt erwischt. Jetzt ist unsere Hexerin. Oder unsere Magierin ist dran. Das wird eine ganze Weile dauern, bis sie dran sind. Und viel Schaden ist das auch nicht. Wir werden stattdessen mal den Ben heilen. Denn wir werden wahrscheinlich schnell schon in den nächsten Kampf kommen.
lohnt sich eigentlich eher, hier den zu heilen. Jetzt ist die Spinne dran. Kann sich nicht zur Wehr setzen. Jetzt ist genau die Spinne nochmal dran. Wow. Unsere Schwertkämpfer sind dran. Geben dem den Rest. Könnten nun zwischendurch auch mal zaubern. Wäre durchaus möglich. Aber im Augenblick läuft das doch alles ganz gut hier. Schauen, ob wir den zerfleischen können. Perfekt. Jetzt ist der noch dran. Schießt aus einem Feld Entfernung und erwischt ihn nicht. Das ist schon witzig. Die Spinne ist dran. So. Das sollte doch reichen jetzt. Sehr schön. Eisen, Silber, Glasfläschlein. Viele Erfahrungspunkte. Armee gekillt. Und noch immer ein Bewegungspunkt, den wir investieren könnten. Zum Beispiel darin, hier anzugreifen. Die warten doch schon auf uns, oder? Hier, dieses Nest dort. Diese Banditen. Die hat das so sicher mitbekommen, wie eine andere Banditenarmee in ihrer Nähe von uns aufgemischt worden sind. Vielleicht halten die sich für unbesiegbar, weil die deutlich stärker sind, aber man kann sich auch mal irren. Macht's gut, bis dann, tschüss.